Für die Wissenschaft wollen bald Studierende, Forschende und Lehrende der Universität Freiburg auf die Straße gehen. Professor Bernhard Kelle vom Deutschen Seminar engagiert sich für den internationalen March for Science, um zu überzeugen. Naja, um zu überzeugen, versuchen wir gerade beim March for Science möglichst alle Leute, um zu zeigen, dass Wissenschaft eben nichts ist, was vom Himmel heruntergeflunkert wird, sondern dass das etwas ist, was wir mit viel Geld und mit viel Mühe erarbeiten und was Grundlage für politische Entscheidungen sein soll. Das ist der Sinn und das ist etwas, was alle Menschen angeht und deswegen richten wir uns auch an alle. Zum erfolgreichen Demonstrieren braucht es die richtigen Utensilien. Auch die Studierenden wissen ganz genau, wie sie sich rüsten. Eine Thermoskanne mit Tee ist immer gut und ich nehme eigentlich immer noch eine Trillerpfeife mit. Kräftig mitmachen. Wenn es Parolen gibt, die Parolen mitschreien oder mitrufen, damit man auch ein Gefühl bekommt, dass man als Mensch selber auch eine Stimme hat, irgendetwas zu bewegen. Ich denke mal, man sollte sich auch vielleicht inhaltlich vorbereiten. Also man sollte zumindest wissen, worum es geht. Ich glaube, am wichtigsten ist die Einstellung und Gewalt und Aggressionen sollte man auf jeden Fall daheim lassen. Man sollte kein Trittbrettfahrer sein, der einfach nur mitläuft, weil da eine Demo ist. Je nachdem, wie involviert man ist, ist es vielleicht auch ganz hilfreich, irgendwelche Flyer oder sowas dabei zu haben, um Menschen, die sich dafür interessieren und nachfragen, auch darüber informieren zu können. Ich würde immer was zu essen mitnehmen, damit ich volle Energie zeigen kann und eine Vuvuzela, um richtig Krach zu machen bei der Demo.